dann willkommen zur vorletzten Vorlesung Geschichte der Mathematik. Heute mittelalterliche und frühneuzeitliche Mathematik in Europa. Ich habe jetzt diesen Teil Europa in 2 bis 3 Teile geteilt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es 3 werden. 2 werden es sicher nicht. Heute Algebra und noch so ein bisschen Arithmetik. Und kommende Woche dann quasi die, ja, bis zu den Anfängen der Infinitesimalrechnung, sage ich mal. Also so die Geschichte der Analysis, genau bis Leibniz und Newton. Und vielleicht, das weiß ich noch nicht genau, da muss ich mal schauen, auch noch so ein bisschen die Geburt der Stochastik. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, entweder ist die Geburt der Stochastik dann noch während der 8. Vorlesung oder wenn ich irgendwie das zeitlich organisiert kriege, ist das dann vielleicht doch so ein Zusatzvideo. Ich würde aber mal meinen, dass wahrscheinlich dann die Stochastikgeschichte einfach nicht mehr Klausurstoff ist, so oder so. Notfalls gibt es sie dann als Bonus nach der Klausur zum Angucken. Das kommt ein bisschen darauf an, wie ich das mit dem Zeitmanagement hinkriege. Gut, als kleinen Nachtrag gibt es noch für die Länder des Islam kurz was zu Geometrie und Trigonometrie. Das hatte ich letztes Mal angekündigt. Und dann auch noch so eine kurze Wiederholung, was ist jetzt aus diesem Block China, Indien, Islam dann wirklich für die Prüfung wichtig. So, und dann geht es weiter mit Europa, erster Teil eben Arithmetik und Algebra. Und das kann man so grob einteilen, Mittelalter, dann die Zeit der Renaissance, beziehungsweise im deutschsprachigen Bereich sind das insbesondere die sogenannten Kursisten. Das sind vor allem so Rechenmeister, Adam Ries gehört da zum Beispiel zu. Und dann noch ein wenig zur frühen Neuzeit. Ja, Länder des Islam. Da hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass ja in der Geometrie da eher vergleichsweise nicht ganz so viel war, sondern eher in der Algebra und in der Trigonometrie das weitergegangen ist. Die waren aber sehr vertraut mit und haben übersetzt und dann auch weitergearbeitet an den Elementen von Euklid, an diesem von Archimedes über Kugel und Zylinder und an Konika von Apollonius. Also das waren die sehr wertgeschätzten Quellen. So, dann sehen wir um 670 bei Abu Sal, Konstruktion des regelmäßigen 7- und 9-Ecks und ein Ansatz zur Winkeldreiteilung. Logischerweise auch wieder so, dass das nicht mit Zirkel und Lineal ist, weil das geht ja gar nicht, sondern auch wieder irgendein anderes Hilfsmittel dabei. Daneben habe ich auch mal aus irgendeinem Tempel da so ein Bild gegeben, wo man sieht, dass die halt auch sehr viele Bauwerke mit so sehr reichen Ausschmückungen haben, wo halt so regelmäßige Figuren auch vorkommen. Da gibt es ja auch noch mal bei Ibrahim Besinans andere Versionen der Konstruktion der Kegelschnitte. Das schauen wir uns nicht an. Das spezifische Interesse gilt Konstruktionen mit einem eingerosteten Zirkel. Da muss man sich vorstellen, der hat halt eine fixe Breite eingestellt. Die kann man jetzt nicht nehmen, um Strecken abzumessen. Der ist quasi fest. Und was man da nebendran sieht, ist der Versuch, im Punkt A auf die Strecke AB eine Normale zu errichten. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, Ihr Zirkel ist so eingerostet, dass Sie damit nur die Länge AC, also irgendeine Länge auf AB, die glücklicherweise ist der so eingerostet, dass das kürzer ist als AB, sonst hätten wir ein Problem. Aber AC ist jetzt die eingerostete Strecke. Jetzt trage ich von A aus mit dieser Länge was ab und von C aus mit dieser Länge was ab und erhalte dann den Punkt D. Und jetzt verlängere ich die Gerade D so, dass dieses DE auch wieder diese Strecke AD bzw. CD bzw. AC ist. Also dieses ADC ist ein gleichseitiges Dreieck und die Strecke DE ist auch wieder so lang wie die Seiten von diesem gleichseitigen Dreieck. Und jetzt ist die Behauptung, dass dann bei A da unten ein rechter Winkel ist, was einfach daran liegt, wenn man sich das mal überlegt. Ich habe ja jetzt eigentlich, wenn ED genauso lang ist wie DC, soll ich hier vielleicht mal zeigen, ED genauso lang ist wie DC, dann ist ja das hier die Länge EC einfach der Durchmesser eines Kreises, der auch noch durch den Punkt AD geht, weil ich ja hier gesagt hatte, das soll auch gleich lang sein. Also da geht so ein Kreis durch und dann kennen Sie ja das, über dem Durchmesser eines Kreises sind alle winkelrechte Winkel. Und so kann man dann mit einem eingerosteten Zirkel zum Beispiel eine Normale durch einen Punkt konstruieren und braucht gar nicht die verstellbare Länge von dem Zirkel. Und dann klären die halt noch eine ganze Reihe
von Aufgaben, die die versuchen zu lösen, wo der Zirkel eben nicht anpassbar ist. Ja, warum? Auch nicht, das war halt so. Man kann sagen, ist natürlich eine interessante Frage. Es gibt ja dann später auch noch Personen, die sich in der Geometrie mit der Frage beschäftigt hat, was kann man eigentlich nur mit dem Lineal oder nur mit dem Zirkel konstruieren, ohne das jeweils andere Instrument. Also das hat scheinbar eine gewisse Faszination ausgeübt, die Hilfsmittel da einfach noch weiter einzuschränken. Gut, dann zur Trigonometrie, da ist eine ganze Menge passiert. Ab dem 10. Jahrhundert gibt es 6 trigonometrische Funktionen, Sinus, Cosinus, Tangens, Kotangens, Sekans und Cosekans. Bei Sekans und Cosekans habe ich schon wieder selber vergessen. Ich glaube, das sind einfach die Kehrwerte von Sinus und Cosinus. So, dann bei Abu al-Wafa im 10. Jahrhundert gibt es schon mal einen Beweis von so einem Funktionstheorem. So, dann wichtiges Werk über die Bestimmung der Koordinaten von Städten. Das ist halt ein frühes Werk zur Geodäsie. Und in der Geodäsie braucht man natürlich ganz viel sphärische Trigonometrie. Und da ist jetzt dann auch, also Beweis des Sinussatzes gibt es dann auch noch um ca. 1240. Jetzt steht hier die islamische Dimension. Also stellen Sie sich vor, in P ist der Nordpol und W, K, F, N, das sind alles Punkte, die sind entlang des Äquators. Und jetzt stehen Sie in Z und wollen beten. Und dann müssen Sie nach Mekka gucken. Und Mekka ist im Punkt M. So, und da entsteht jetzt relativ, ist gar nicht so leicht dann, also das Dreieck, dieses ZP. Gut, also Sie stehen da im M. Man kann das bestimmen, aber ganz easy ist es nicht. Also erstmal muss man natürlich wissen, auf welchem Längen- und Breitengrad befindet man sich selber. Da muss man wissen, auf welchem Längen- und Breitengrad befindet sich Mekka. Und dann ist das aber immer noch nicht ganz trivial, da diese Berechnung zu bestimmen. Muss man dann mit Umweg über den Äquator das dann irgendwie machen, weil dieses sphärische Dreieck auflösen ist nicht so ganz easy, um da die richtige Richtung hinzukriegen. Und die, was die natürlich wollten, waren auch handhabbare Verfahren, wo man das halt nur mit dem Kompass und so dann ganz gut hinbekommen kann. Auch der allgemeine Mensch. So, jetzt kommen wir dann zu den Leitfragen und Kernthemen für Block 3. Da habe ich mir überlegt, okay, von den Chinesen vielleicht so, wie funktionieren eigentlich diese Stäbchenzahlen? Das ist ja nicht so schwierig, Stäbchenzahl in unsere Zahl übersetzen und umgekehrt und kurz erläutern, wie das da funktioniert. Dann war da so ein chinesischer Beweis zum Satz von Pythagoras, da könnte ich Ihnen halt das Bild hinlegen und sagen, erläutern Sie mal, inwiefern dieses Bild den Satz von Pythagoras beweist. So, dann denke ich mir, was bei den Indern geht, sind diese zwei Konstruktionen von der Summe von zwei Quadraten oder Quadrat minus ein anderes Quadrat, dass ich Ihnen das Bild hinlege und Sie sagen, inwiefern ist laut Satz von Pythagoras klar, dass das da so ist. Dann denke ich mir, was auch noch ganz nett war letzte Woche, diese schriftliche Addition und Subtraktion nach der Methode von Ibn Laban, das könnte man theoretisch auch als eine Aufgabe nehmen. Ist ja jetzt wieder so, dass gar nicht alles 4 vorkommen kann, jedenfalls nicht alles in einem Termin. Aber ich muss ja ein paar verschiedene Sachen mir überlegen, damit ich in den verschiedenen Terminen auch verschiedene Sachen fragen kann. Multiplikation schenke ich Ihnen, aber das ist ein bisschen lästig. So, und dann denke ich mir, was man noch so kurz nennen können sollte, so, was sind so die grob die wesentlichen Perioden für die chinesische, indische und Länder des Islam-Mathematik, da gab es eigentlich immer so eine Folie, wo das so draufsteht. Meistens sind das irgendwie 3 Perioden, manchmal in Ausnahmefällen 4 und so grob erahnen, was da so mathematisch dran war. Ich habe Ihnen ja jetzt auch eingeräumt, Sie dürfen bei der Prüfung so einen Spickzettel mitnehmen. Ich denke mal, man muss ja nicht alles auswendig wissen, aber das, wenn man da eine kleine Gedächtnisstütze hat, geht das, glaube ich, ganz gut. Mehr würde ich jetzt dafür für China, Indien und Länder des Islam eigentlich nicht verlangen wollen. Gut, dann schauen wir mal bei der Geschichte der Algebra. Ich habe hier so als Haken mal den Al-Khwarizmi reingeschrieben, so, und damit man das irgendwie so ein bisschen verorten kann. Und da muss man ja sagen, so das Wesentliche in der Algebra, in der arabischen, passiert eigentlich schon alles noch vor 1450.
also sogar das meiste vor 1202, wo hier so die nächsten Daten sind. Ja, dann um 1000, der spätere Papst Silvester II., Gerbert von Aurillac, fördert die Einführung der indoarabischen Ziffern im katholischen Raum. Und die Einführung der indoarabischen Ziffern, also das, was wir heute benutzen, ist das ja im Prinzip einfach, ist schon eine ganz wichtige Voraussetzung für die weitere Entwicklung der Algebra. Insofern, da die einfach für algorithmisches Rechnen, also schriftliches Rechnen geeignet sind und dann auch letzten Endes irgendwie mit beeinflussen, dass man dann irgendwo zu einer Symbolsprache kommt. Auf dieser ganzen Folie, also bis Cardano, haben Sie eigentlich noch keine wirkliche symbolische Algebra, wo Sie einfach nur so ein paar Buchstaben und Plus und Minus dazwischen schreiben und dann damit irgendwas tun. Also das ist immer noch so, da sind abgekürzte Namen für die Variablen dabei und da wird Äquitur geschrieben für ist gleich und so. Also das ist immer noch wortreiche, maximal synkopierte Algebra. Was recht verblüffend ist, wenn man bedenkt, dass der Cardano damit ja eine allgemeine Lösung der kubischen Gleichungen gefunden hat. Ne? Aber der hatte keine Formelsprache, keine ausgeprägte, wie Sie sie kennen. Die kommt quasi erst danach. So, dann wichtige Station 1202, Leonardo von Pisa, Liber Abaci, Buch über den Abakus, wobei das nicht den Abakus meint, also das meint eigentlich die Rechenkunst. Und das ist das Rechnen mit indoarabischen Ziffern. Das Leonardo von Pisa ist quasi der italienische Adam Ries, so ein bisschen. Ne? Also das ist das große Rechenbuch zu der Zeit. Wobei man sagen muss, ne, bis 1450, Buch heißt immer, das müssen irgendwelche Mönche abschreiben. Ne? Buchdruck mit beweglichen Lettern gibt es nicht. Das ist ja dann erst bei Gutenberg. Und das führt natürlich auch zu einer rasanten Entwicklung dann des wissenschaftlichen Wissens, unter anderem der Buchdruck. Deswegen steht der mit da drauf. Der ist ja jetzt eigentlich nicht Teil der Algebra-Geschichte im engeren Sinne, aber ist ganz wesentlich. So, und dann das erste 1494, Summa der Arithmetica und so weiter. Das ist ein Überblickswert von dem Luca Pacioli über die derzeitige, also Frührenaissance-Mathematik. Und auch da gibt es schon die Lösung ausgewählter biquadratischer oder Gleichungen vom Grad 4. So, wie Sie das lieber nennen wollen. So, dann Adam Ries ist vor allem bekannt für Rechnung auf der Linie und den Federn. Rechnen auf der Linie ist eigentlich Abakusrechnen und Rechnen mit der Feder ist Rechnen mit arabischen, indoarabischen Ziffern. Und dann gibt es so etwas, das nennt sich Kos. Das ist eigentlich auch eine Sammelbezeichnung für so eine Art von Präalgebra, die sich im deutschsprachigen Raum, insbesondere in Süddeutschland, entwickelt hat. So, und dann bei dem Cardano, das ist ja auch eine ganz lustige Geschichte, da lese ich vielleicht nachher ein bisschen was zuvor, gibt es dann diese Ars Magna, die große Kunst, in der die Lösung allgemeiner kubischer und biquadratischer Gleichungen drinsteht. Was ganz witzig ist, kubisch hatte scheinbar sehr viele kaufmännische Anwendungen und war wahnsinnig interessant. Biquadratisch ist allen Leuten am Arsch vorbeigegangen. Das hat quasi sein Schüler, dieser Ferrari, aufgeschrieben und das hat dann niemanden mehr interessiert. Ein bisschen später ging es dann wieder weiter und dann haben die sich überlegt, naja, für 3 funktioniert es, für 4 funktioniert es, für 2, wie schaut es denn mit 5 und weiter aus? So, und Sie machen ja nicht mehr die, Sie haben ja die Algebra-Vorlesung gar nicht mehr. Das dauert dann doch noch ein paar Jährchen, 1545 bis 1830, bis dann hier Évariste Galois beweisen kann, dass es keine Lösungsformeln für allgemeine Gleichungen vom Grad größer 5 gibt. Die sind nicht mit Lösungsformeln zu lösen. So, und dafür braucht man die nach ihm benannte Galois-Theorie. Also muss auch ein bisschen was von Gruppen und so wissen. Der Évariste Galois ist auch ein ganz interessanter Typ, dadurch, dass der halt nicht so besonders alt geworden ist. Der hat sich da, das ist halt so, was ist so um 1830 in Frankreich los? Ja, es ist schon ziemlich revolutionäre Zeiten und der hat sich da duelliert und ist mit 31 Jahren halt totgeschossen worden. Und dann war das mit der mathematischen Karriere vorbei. Ja. Man sagt, wenn Sie jetzt scharf hingesehen haben, steht hier Algebra als Teil der Arithmetik in der Überschrift und hier steht Algebra als eigene Disziplin. Und das wird oft festgemacht mit Vieta.
oder weht. Und mit diesem In Artem Analyticam Isagogu, wo sich dann wirklich die Symbol, der wirklich eine ganz konsequente symbolische Schreibweise einführt, Vokale für die Unbekannten und Konsonanten für die bekannten Größen und wirklich immer nur ein Buchstabe. Und dann dafür Umformungsregeln angibt, kommt aber dann nachher genauer und wird dann quasi noch ein bisschen weiterentwickelt bei René Descartes in dieser sehr, das ist eigentlich ein ganz dünnes Heftchen, nur La Géométrie, das ist ein Anhang an eins seiner philosophischen Hauptwerke, dieser Diskurs über die Methode. Und ich habe jetzt extra dazu geschrieben, Nukleus analytischer Geometrie. Da ist auch nicht das Koordinatensystem drin. Das sehen wir nachher, obwohl man das dann nach ihm benannt hat. Also da ist nicht in unserem Sinne das Koordinatensystem drin, aber quasi sowas Ähnliches. So, da hören wir dann auch auf. Also da hört für mich sozusagen die frühneuzeitliche Mathematik auf. Danach kommen noch bei Leibniz, den gucken wir uns dann aber lieber wegen seiner Beiträge zur Analysis an, Regelwerk für Gleichungsumformung und Matrizen und Determinanten tauchen da zum ersten Mal so auf. Und dann Leonhard Euler. Das ist dann schon ein Buch, was man relativ gut auch als neuzeitlicher Mensch lesen kann, weil es in vielen Bezeichnungen und so unserem Wissen dann schon sehr ähnlich ist, diese sehr berühmte vollständige Anleitung zur Algebra, wo auch ein ganz witziger Beweis dafür drin ist, warum Minus mal Minus Plus ist, den ich aber nicht wiedergefunden habe, sonst hätte ich ihn noch auf die Folien gegeben. So, und bei Karl Friedrich Gauß gibt es dann erst 1799 den ersten vollständigen Beweis des Hauptsatzes der Algebra. Hauptsatz der Algebra, eine Gleichung vom Grad n hat genau n komplexe Nullstellen, wobei Sie auch akzeptieren müssen, dass Nullstellen doppelt vorkommen können. So, den beweist man normalerweise wahrscheinlich auch in irgendeiner Lehrveranstaltung. Ich nehme mal an, in algebraische Strukturen vielleicht auch nicht mehr. Was man ja dann danach sagen muss, jetzt so, nachdem das bei Galois klar ist, Lösungsformen für allgemeine Gleichungen vom Grad 5 gibt es nicht, ab dann wandelt sich ja die Algebra und wird dann zu dem, was an der Universität Algebra jetzt ist, nämlich eine Theorie der algebraischen Strukturen. Davor war es eine Theorie vom Lösen und insbesondere vom Auflösen von Gleichungen. Aber das Problem ist jetzt sozusagen abgefrühstückt. Das Lösen der polynomialen Gleichung ist jetzt fertig mit Galois und jetzt kann man sich dann anderen Dingen zuwenden. Und deswegen hat auch die Schulalgebra ist quasi alles diesseits von Galois, logischerweise. Sie machen ja nicht mehr wirklich algebraische Strukturen in der Schule. Vielleicht ganz bisschen was zum Vektorraum, aber nicht ernsthaft. So, vielleicht auch noch mal so, nur damit einmal klar wird, wie schwierig das dann teilweise war oder auch damit man dann nachher sieht bei den Sachen, ich habe es halt sehr oft in modernisierter Schreibweise, dass auch viele der Operationssymbole, die wir so gewohnt sind, ja eine ganz lange Geschichte gebraucht haben, bis man die mal eingeführt hat. Da sehen Sie, okay, den Bruchstrich verdanken wir scheinbar diesem lieben Abaci, beziehungsweise der Fibonacci hat das natürlich auch von irgendwelchen islamischen Mathematikern sich abgeguckt. Plus, Minus überhaupt erst bei dem Wiedmann, das ist so ein Kursist. Rudolf ist auch ein Kursist, da gibt es zum ersten Mal für Radix oder Wurzel dieses Zeichen. Aber da wurde das immer noch nur vor die Zahl geschrieben. Dieses mit, dass das so ganz drüber geht, das gibt es dann erst ab Descartes. So, das hier meint übrigens, ich musste erst nachgucken, aber das heißt tatsächlich kleiner und größer und soll jetzt nicht das Zeichen für Skalarprodukt sein in der Zeile. Also da soll man gucken. Das ist doch einigermaßen verblüffend. Was man dann aber, ich habe jetzt zum Teil auch noch drauf, wie das dann im Original geschrieben ist, nur damit man mal sieht, wie umständlich das dann doch teilweise wird. So, kommen wir noch mal zum Liber Abaci. Was ist da so drin? Dieses Buch vom Fibonacci. Also das, was da abgebildet ist, die Seite, wo die berühmte Kaninchenaufgabe drauf ist, aber die kommt dann gleich noch. Sonst ist das im Grunde genommen, hat der halt so alles Mögliche aus dem arabischen Raum zusammen getragen und auf Latein bzw. Italienisch oder was zu der Zeit halt so Latein hieß, übersetzt. Arithmetik, Algorithmen, Algebra,
ganz wesentlich angelehnt an Al-Khwarizmi, aber auch ein paar Sachen aus griechischen Quellen, insbesondere aus Diophant und so, integriert und hat auch wieder, das bleibt jetzt quasi konstant Thema, eine wichtige Frage, so an der man festmachen kann, ab wann wird Algebra selbstständig, ist die Frage, wird 0 als Lösung akzeptiert von so einer Gleichung, werden negative Zahlen akzeptiert, werden insbesondere negative Koeffizienten akzeptiert und müssen die Lösungen homogen sein, also muss ich mir unter a mal x immer eine Fläche vorstellen. Und bei Leonardo von Pisa ist das aber noch ganz klassisch. Ich muss diese ganzen verschiedenen Fälle von quadratischen Gleichungen, das dürften ziemlich dieselben sein wie letzte Woche beim Al-Khwarizmi, unterscheiden, weil eben alle Zahlen positiv sein müssen und man diese Homogenitätsforderung weiterhin hat. So. Unten ist so ein typisches Beispiel, wie so quadratische Gleichungen üblicherweise vorkommen. Ganz oft Teilungsaufgaben und ganz oft was mit 10. Ich teile 10 in 2 Teile und ich dividiere dieses durch jenes und jenes durch dies und ich erhielt 10 Drittel. So, wir würden das so aufschreiben. Ich teile die 10 in 2 Teile, also habe ich einmal x und dann habe ich noch 10 minus x. Und jetzt nehme ich dieses geteilt durch jenes plus jenes geteilt durch dieses. Also dieses ist x und jenes ist 10 minus x. Und das dann nochmal dazu und das ergibt zusammen 10 Drittel. Und jetzt kann man schnell überlegen, dass das auf eine quadratische Gleichung führt, wenn man das einfach brav ein bisschen rummultipliziert und so. Steht ja über dem Bruch nirgendwo was mit einer höheren Potenz als x und unterm auch nur ein x. Also wird da irgendwas Quadratisches bei rumkommen. So, die berühmte Kaninchenaufgabe. Ein Kaninchen wirft vom zweiten Monat an in jedem Monat genau ein junges Kaninchenpaar. Dieses und alle Nachkommen verhalten sich ebenso. Wie viele Kaninchenpaare sind nach einem Jahr vorhanden, wenn kein Kaninchen stirbt oder aus dem Stall entflieht? So, worauf führt das? Der Name verrät es eigentlich schon. Unschwer zu erkennen, dass das die Fibonacci-Folge ist. Können wir gleich auch mal machen. Also im ersten Monat haben wir ein Kanickelpaar. Im zweiten Monat haben wir auch noch ein Kanickelpaar. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir dann ja in dem Dings, wir werfen die 1. Also da haben wir das eine Kanickelpaar und dieses eine Kanickelpaar, also insgesamt 2 Kanickelpaare. So, jetzt im dritten Monat, dieses erste Kanickelpaar erzeugt dann wieder ein junges. Das schreibe ich mal hier hin. Dieses erzeugt noch kein Junges, das bleibt noch mal alleine, ne? 3. So, und im nächsten Monat erzeugt ja jetzt dieses Kanickelpaar ein Junges. Dieses Kanickelpaar erzeugt ein Junges und das Kanickelpaar haben wir eh noch da. Also haben wir hier dann schon 5 und dann geht das so weiter. Und jetzt sieht man, wenn man scharf hinsieht, das ist halt immer die Summe der beiden vorherigen Zahlen. Und das nennt man die Fibonacci-Folge, also f von n plus 2 ist gleich f von n plus 1 plus f von n, ist die Rekursionsformel. Und da gibt es dann noch einige andere interessante Beobachtungen mit dem goldenen Schnitt und so. Das soll uns aber jetzt heute mal nicht so interessieren. Ja, jetzt kommt eine schwierigere Aufgabe. Da dürfen Sie sich mal kurz dran versuchen. Ich habe Ihnen die auch noch mal auf Papier mitgebracht. Es reicht aber, mir reicht es, glaube ich, wenn Sie so einen Ansatz zu einer Lösung finden, also wie man das macht. Und wir können das auch gleich live quasi besprechen und müssen das jetzt nicht so machen, dass wir erstmal eine Viertelstunde Pause machen und dann komme ich wieder rein. Es geht erstmal nur um diesen oberen Teil. 4 Männer finden eine Geldbörse. So, jetzt schauen wir mal. Wonach schaut das so insgesamt aus? Könnte Gleichungssystem werden. So, jetzt können wir uns mal überlegen. Ich bin mal dafür, ich nenne mal die Geldbörse G. Beziehungsweise das Geld, was in der Geldbörse ist. Und dann nenne ich die 4 Leute, nenne ich A, B, C, D. Damit müssten wir es eigentlich hinbekommen können, oder? Wenn der Erste seinem eigenen Geld das aus der Geldbörse hinzufügt, ist, glaube ich, A plus G. Und dann,
wird er doppelt so viel besitzen wie der zweite und dritte zusammen, also 2 mal b plus 2 mal c. Ich habe das gleich aufgelöst. Ich kann ja auch 2b plus c schreiben, aber das ist, glaube ich, nicht nötig. So, wenn der Dritte seinem Geld das aus der Geldbörse, Moment, wenn der Zweite ist jetzt erstmal, wenn der Zweite seinem Geld aus der Geldbörse, das Geld aus der Geldbörse hinzugefügt wird, wird er 3 mal b plus 3 mal, ja, wie der Dritte und der Vierte, 3c plus 3d, ne? Zusammen. So, wenn der Dritte, das ist jetzt c plus g ist gleich 4 mal, jetzt, vierfach so viel besetzen wie der Erste und der Vierte zusammen. 4 mal a plus 4 mal c. Und wenn der Vierte seinem Geld das aus der Geldbörse hinzufügt, wird er fünffach so viel besitzen wie der Erste und der Zweite zusammen. Also d plus g ist gleich 5 mal a plus 5 mal b. So, also was meinen Sie denn, wie viele Lösungen hat das? Schaut sehr nach einem homogenen Gleichungssystem aus. 4 Gleichungen, 5 Unbekannte. Sollte entweder keine oder unendlich viele Lösungen mehr. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ich spoilere jetzt mal die Lösung, damit wir ein bisschen vorankommen zeitlich. Kann man jetzt, also Sie könnten das ja einfach ganz normal wie ein lineares Gleichungssystem hinschreiben und dann lösen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so super ultra spannend, wie das funktioniert. Es funktioniert halt so wie bei jedem Gleichungssystem. Man erhält halt eine allgemeine Lösung. Die ist jetzt hier mal parametrisiert nach der Geldbörse. A ist gleich minus 1/11 g. Und da sehen wir eigentlich auch schon, wo das Problem ist. B ist gleich 4/11 g. C ist gleich 1/11 g. Und D ist gleich 4/11 G. Also eine gute Lösung wäre zum Beispiel, die Geldbörse mit 11 anzunehmen. Aber einer hat Schulden, anders geht das nicht zu lösen. Und das ist auch die Lösung, die in dem Liber Abaci drin ist. Und das ist irgendwie was Besonderes, weil da eine Aufgabe sich gestellt wird. Da wird dann auch nicht gesagt, also das, da wird schon gesagt, das hat keine Lösung, außer einer hat Schulden. Aber in dem Kontext wird so halb akzeptiert schon diese negative Lösung. Gut, ich meine, die andere Möglichkeit ist, A hat alle, ne, und die anderen haben alle Schulden. Das funktioniert natürlich auch, löst aber das Problem ja grundsätzlich nicht, macht es ja eher sogar noch schlimmer. Gut, dann die deutsche Kos, also hier von Alam Ries, ich glaube, drittem Rechenbuch, da so ein Brustporträt auf der Seite. Zwischen 1460 und 1550 entsteht im deutschsprachigen Raum, aufbauend auf mathematischen Traditionen der Klöster und Universitäten, diese Kultur der Rechenmeister. Also es waren tatsächlich die Klöster und die Universitäten, in denen so ein bisschen das mathematische Wissen über das Mittelalter quasi überlebt hat. Und jetzt wird auf einmal das Rechnen interessant, insbesondere in Süddeutschland, weil da so eine frühe Hochburg kapitalistischer Strukturen quasi ist, wo man jetzt mit Rechnen Geld verdienen kann. Und dann kommen die Rechenmeister und dann gibt es eben diese Rechenbücher von dem Adam Ries mit dem Rechnen auf den Linien. Da habe ich extra nochmal das Bild daneben gelegt, damit Sie sehen, dass das eigentlich genauso funktioniert oder fast genauso wie mit dieser salaminischen Tafel. Und da haben Sie wieder die Zahldarstellung so, dass auf den Linien sind die 1er, 10er, 100er, 1000er und zwischen den Linien sind die 5er, 50er. Und dann ist eben in diesem zweiten Rechenbuch wird dann erklärt, wie man da addiert und subtrahiert, dadurch, dass man reduziert und zusammenschiebt und so weiter. Das habe ich ja eh da in der Woche, da wo wir es bei den Griechen hatten, mal hergezeigt. Ach, das habe ich jetzt gerade ganz vergessen. Fällt mir jetzt so auf. Hier diese Bezeichnungen, weil die dann sehr lange die Zeit überdauert haben, gibt es seit dem Liber Abaci Radix ist die Unbekannte. Sie denken jetzt vielleicht eher an Wurzel, aber passt ja auch, weil das ist halt viel im Kontext von den quadratischen Gleichungen aufgetaucht. Zensus ist das Quadrat und Dragma ist die Zahl. Und das bleibt dann ganz lange Zeit so. Und was eben diese Kursisten machen,
die sparen sich zumindest ein bisschen Schreibarbeit dadurch, dass die spezielle Symbole dafür einführen. Die habe ich auch irgendwie nicht auf die Folie gekriegt, weil die sind halt im Zeichensatz nicht drin. Und in dem Text waren die auch so blöd eingefügt, wo das drin stand. Deswegen sind sie da jetzt nicht drauf. Das sind halt irgendwie so komische Kringels da, die für diese drei Sachen stehen. Und damit hat man zumindest das auch schon wieder etwas verkürzt hingeschrieben. So, aber jetzt kommt dann die interessante Frage, mit der wir uns beschäftigen können. Wie sehen denn so die Rechenverfahren bei Adam Ries aus? Und diesmal habe ich gedacht, werden wir mal erwachsen. Heute dividieren wir mal, nachdem wir letztes Mal nur multipliziert sind. Funktioniert noch etwas anders und ist auch ganz schön lästig. So, machen wir aber auch wieder zusammen. Also, dividieren lehrt eine Zahl durch die andere zu teilen. Das hätten wir jetzt nicht erwartet. Vorne musst du anfangen. Das ist auch noch ziemlich so wie heute. Schreibe dir die Zahl, auf die du teilen willst. So, das ist in diesem Beispiel erstmal hier diese 40.734. Und unter die erste Ziffer den Teiler, sofern du die durch eine Ziffer, sofern du durch eine Ziffer teilst und du abziehen kannst. So, jetzt will der hier durch 6 teilen, deswegen schreibt er das da nicht drunter, weil von 4 kann ich die 6 nicht abziehen. Ist aber der Teiler größer, so schreibe ich ihn unter die zweite Ziffer. So. Und schaue, wie oft du ihn abziehen kannst. Ebenso oft ziehe ihn ab und schreibe, wie oft du ihn abgezogen hast, neben der Zahl nach einem kleinen Strich. So, also 40 geteilt durch 6 ist 6. Ja, das haben wir uns hier notiert. Das ist der nächste Schritt. Multipliziere mit dem Teiler und ziehe von der ganzen Zahl ab. Jetzt muss ich also 6 mal 6, 36, ich muss von der 40 abziehen. So, dann rücke mit dem Teiler unter die nächste Ziffer nach rechts und schaue, wie oft du ihn. So, jetzt, was er hier uns noch nicht gesagt hat, dass er hier oben die 4 eigentlich noch hinnotiert haben will. Ne? Oh. So. Was er mir noch nicht gesagt hat, warum ich hier die 4 hinschreiben muss, oder? Ist aber der Teiler größer, ebenso oft ziehe ihn ab und schreibe, wie oft ihn ab, neben die Zahl nach. Ich multipliziere mit dem Teiler und ziehe von der ganzen Zahl ab. So, dann rücke mit dem Teiler unter die nächste Ziffer nach rechts und schaue, wie oft du ihn abziehen kannst. Ebenso oft ziehe ihn ab und schreibe, wie sofort zurücken ist, wie hier. So, kannst du die letzte Ziffer wie hier oben bei 6 mal 6 gleich 36 die 6 nicht abziehen? So, ergänze bis 40. Gut. Und was du ergänzt hast, schreibe zur oberen Ziffer. So, aha, jetzt erklärt er auch, was passiert, wenn das nicht glatt aufgeht. Das war vorher noch gar nicht erklärt. 6 mal 6 ist 36. Das geht sich, also hier geht die 6 geht nicht in der 40 auf. Und jetzt muss ich mir das, was ich ergänze, hier oben notieren. Das ist die freie und schreibe sie zur oberen Ziffer. So, dann lösche linke Hand die 40 aus. Aha, da merkt man auch wieder, das ist auch wieder sowas, so ganz ähnlich, wie wir letztes Mal hatten bei den Arabern, dass davon ausgeht, dass ich irgendwie eine Tafel oder irgendwas habe, wo ich das wieder wegmachen kann. Also er macht sich jetzt die 40 hier weg, damit er nicht verwirrt ist. Und schreibe sie oben. Dann lösche linke Hand die desgleichen im anderen Beispiel, sprich 6 mal 8 ist 48, das ist jetzt das hier, da hat er die 6 ergänzt. Die 8 kannst du nicht von der 4 abziehen, also ergänze. Deshalb sprich, 2 dazu sind 50. Die 2 und die 4 gib über die 8 zusammen, es werden 6. So, also erstmal ergänze ich bis auf 50 und dann muss ich die 4 noch da drauf zählen, bin ich bei 6, die ich da noch stehen habe. Die schreibe hin und lösche die 8. So, und 4 aus. So. Das muss ich jetzt alles wieder killen. Desgleichen auch linke Hand die 50. Rücke ein bis zur nächsten Ziffer nach rechts. Schaue so, ob wie du abziehen kannst. So, jetzt aber um sicherzustellen, dass wir das auch wirklich kapiert haben, probieren wir es mal mit einem eigenen Beispiel. Also ich habe mir überlegt, das hier gibt ein schönes Ergebnis. So, also durch 7 will ich teilen. Die 7 kann ich nicht unter die 3 schreiben, weil die 7 ist zu groß. Also schreibe ich die 7 unter die 9. So. Das müsste aber gehen. 39 geteilt durch 7 ist
5. 5 mal 7 ist 35. 35, da steht aber 39, also müssten hier oben jetzt die 4 hin. Ne? Jetzt lösche ich den Krams hier weg quasi. So. Jetzt geht es weiter mit 47. 47 geteilt durch 7, 42 müsste 6 sein. Ne? 6 mal 7 ist 42. 42, aber ich habe da stehen 47, also bleibt hier oben die 5. Gut, jetzt streiche ich das wieder weg. So, jetzt muss ich hier wieder die 7 drunter schreiben, habe ich die 54. 54 geteilt durch 7, das ist 49, 7 mal. Ne? 49 und es bleiben oben die 5. Ja, man muss ja wieder auf die 54 ergänzen. Und jetzt letzte Zahl, 7 mal 56. Ach, das ist ja lustig, da kommt genau 8 raus. Gut, habe ich halt schön ausgewählt, das Beispiel. Ich wollte erst sogar wieder 6, 7, 8, 9 nehmen, aber dann habe ich gedacht, dann sieht das so aus, als würde das nur bei 6, 7, 8, 9 mal irgendwas funktionieren. Deswegen habe ich dann noch ein anderes Beispiel genommen. Gut, also so funktioniert das. Ist halt noch ein bisschen anders. Es wird dann auch erklärt, wie zweistelliges Dividieren funktioniert. Das habe ich aber nicht mitgebracht, weil das wird lustig. Also das ist dann relativ bräsig hinzuschreiben. Und da hat unser modernes Verfahren dann doch schon noch ein paar Vorteile. Gut, so, jetzt geht's dann weiter zu Del Ferro, Tartaglia, Ferrari und Cardano. Und da wollte ich ein bisschen was vorlesen. Ich muss es nur wiederfinden. So, also der Bolognese Scipio Ione del Ferro entwickelt Anfang des 16. Jahrhunderts eine Methode zur Lösung der Gleichung dritten Grades ohne quadratisches Glied. Das ist die sogenannte reduzierte kubische Gleichung. Da die Mathematiker aus jener Zeit einen guten Teil ihres Einkommens aus dem Lösen mathematischer Probleme für kommerzielle Anwendungen erzielten, veröffentlichte er seine Lösungsmethode aber nie, sondern gab sie am Sterbebett an seinen Studenten Annibale dal Nave, welcher auch sein Schwiegersohn war, und an Antonio Maria Fior weiter. Letzterer, ein nur durchschnittlich begabter Rechenmeister, verblüffte mit diesem Wissen seine Kollegen, konnte sich damit ein beträchtliches Einkommen sichern. Im Jahr 1534 gab Niccolo Fontana, genannt Tartaglia, der Stotterer, aufgrund einer Verwundung als Kind in Kriegswirren hatte er einen schwer verletzten Unterkiefer, bekannt, er könnte kubische Gleichung ohne linearen Term lösen. Fior forderte ihn daher zu einem öffentlichen mathematischen Wettstreit heraus, bei welchem er Tartaglia 30 reduzierte kubische Gleichungen vorlegte. Da so richtig losgenördet, die beiden. Ja. Tartaglia, dem offenbar die Lösung der oben erwähnten reduzierten kubischen Gleichungen in der Zwischenzeit ebenfalls gelungen war, gewann den Wettstreit, indem er alle 30 Gleichungen lösen konnte, während Fior angeblich kein einziges von Tartaglias Problemen zu lösen in der Lage war. Auch der in Mailand lebende Mathematiker Girolamo Cardano hörte von Tartaglias Triumph und bat ihm, seine Lösung auch an ihn weiterzugeben, was dieser aber erst 1539 machte, unter der strikten Auflage, dass Cardano diese Lösung nie veröffentlichen dürfte. Cardano gelang nach weiterer Forschung die Rückführung einer allgemeinen kubischen Gleichung auf die reduzierte Form, was ja dann ganz praktisch ist, ne? Weil wenn man dann weiß, wie die reduzierte lösbar ist, hat man dann alles, wodurch das Problem kubischer Gleichung gelöst war. Sein Schüler Lodovico Ferrari führte die Forschung fort und fand eine Methode zur Lösung Gleichung vierten Grades, welchen aber zur damaligen Zeit keine große Beachtung geschenkt wurde, da sie nicht in den kaufmännischen Problemen auftraten. Ferrari wurde durch seine Arbeiten trotzdem ziemlich wohlhabend, starb aber dennoch jung an einer Arsenvergiftung, welche Gerüchte halber seine Schwester veranlasst haben soll. So viel zum Gossip rund um die cardanischen Formeln.
Der Cardano hat das da dann doch veröffentlicht in seiner Asmakna, also so ganz dran gehalten haben die sich auch nicht. Jetzt gibt es eine modernisierte Fassung davon. Das ist jetzt nicht ganz easy, aber ich habe deswegen auch alles auf Folien geschrieben, damit ich nichts falsch mache. Und es ist sehr, ja, das ist wirklich sehr stark modernisiert. So, jetzt habe ich noch nicht mal Animationen reingemacht. Die Zeit hat halt etwas gedrängt. So, wir fangen mal an mit der kubischen Gleichung x hoch 3 minus 3p x minus 2q gleich 0. So, also darf man sich jetzt nicht zu viel Gedanken drüber machen, warum ausgerechnet die. Ihnen ist wahrscheinlich auch klar, dass jede Gleichung x hoch 3 minus oder plus a x minus q so ja auch hingeschrieben werden kann. Dieses 3 und 2, das ist nur clever gewählt, damit man gleich da mit den Einsetzungen gut hinkommt. Das ist jetzt aber keine Hexerei. So, jetzt kommt der Wahnsinnstrick. Ich substituiere x durch u plus v. Keine Ahnung, warum man das macht. Ja, dann rechnet man da so ein bisschen rum und dann kommt daraus u hoch 3 plus v hoch 3 plus 3 uv minus p mal u plus v minus 2q gleich 0. Wenn man jetzt u und v so wählt, dass uv mal p ist, dann entfällt genau der mittlere Term. Ja. Wenn hier uv gleich p ist, dann steht ja hier ein Nuller. Dann ist der ganze mittlere Term weg und dann bleibt da nur noch stehen u hoch 3 plus v hoch 3 minus 2q ist gleich 0. Und was man natürlich noch hat, ist uv gleich p als zweite Bedingung, die man jetzt künstlich hereingenommen hat. Die bringt man noch auf u hoch 3 gleich v hoch 3. Und jetzt formt man das v hoch 3 noch so um, dass da steht v hoch 3 gleich p hoch 3 mal u hoch minus 3 und das setzt man jetzt in 1 ein und aha, jetzt hat man eine Gleichung, die in u hoch 3 quadratisch ist. Hier steht u hoch 3 Quadrat minus 2q u hoch 3 plus p hoch 3 ist gleich 0. Das heißt, wenn ich u hoch 3 wieder durch x substituieren würde, steht da einfach eine quadratische Gleichung. Die kann man jetzt lösen. Das hat dann die Lösung u hoch 3 1 2 ist gleich q plus minus Wurzel aus q Quadrat minus p hoch 3 und v hoch 3, 1, 2 ist genau q minus plus Wurzel aus q Quadrat minus p hoch 3. Ja, und jetzt fügt man das einfach wieder zusammen. Man setzt das quasi ein in u plus x gleich u plus v. Man muss natürlich noch die dritte Wurzel ziehen in beiden Fällen, weil da steht ja u hoch 3, 1, 2 ist gleich. Und dann hat man da die Lösung dritte Wurzel aus q plus q Quadrat minus 3 so, für die ursprüngliche Gleichung gefunden. Die ist jetzt gelöst. So, aber wie kann man auf dieses Zeug kommen? Oder wie sind Tatalia und Cardano wahrscheinlich drauf gekommen? Da gibt es jetzt eine geometrische Erläuterung zu. Und zwar ist das quasi eine Art kubische Ergänzung. Eine kubische Ergänzung ist das. Ich bin viel zu schnell, merke ich. Wir hätten uns für die Übung ganz viel Zeit lassen können. Wir haben einen Würfel außen, der soll mal u hoch 3 sein. Und es gilt wieder x ist gleich u plus v. Und das x ist dieser ganz winzige Würfel, der hier so unten da in dem Eckchen drin sitzt. Und jetzt schauen wir uns mal den u hoch 3 Würfel an. In diesem u hoch 3 Würfel haben wir also hier unten den x hoch 3 Würfel, da hinten haben wir den minus v hoch 3 Würfel und dann haben wir noch Würfel, die sind jeweils eigentlich minus v mal u mal x, also nicht Würfel, sondern Quader. Also hier einmal den blauen, der hier vorne liegt ein Quader, der hat halt als eine, da ist halt sozusagen hier das u so hoch und hier das u so lang. Und da das V so runter und da das X so zur Seite. Das ist der blaue Quader und der grüne, der hier so unten drunter liegt. Und der rote auf der Seite haben das aber auch. So, somit haben wir also eigentlich da stehen X hoch 3 minus 3 UVX minus V hoch 3 minus U hoch 3 gleich 0. Warum? Weil, wenn man von diesem X hoch 3, stimmt das da jetzt? Ja doch, genau. Wenn man von x hoch 3 plus dem minus v hoch 3 Würfel plus die 3 minus uvx Quader
den großen U-Würfel abzieht, dann ist nichts mehr über. Ist mit dem Vorzeichen so ein bisschen lästig, weil der Würfel da Minuskantenlänge hat. Aber so kommt das hin. Ne? Also diese Figuren zusammen sind genauso viel wie der U hoch 3 Würfel. Wenn ich den abziehe, ist nichts mehr da. Und jetzt kann man durch Koeffizientenvergleich, wenn man mit der ursprünglichen Gleichung, die wir da gerade stehen hatten, x hoch 3 minus 3px minus 2q gleich 0, jetzt gucken Sie einfach in die Koeffizienten und dann fallen Ihnen genau diese zwei Gleichungen von vorher wieder vor die Füße und die werden dann gelöst. Und das ist so sozusagen die geometrische Idee, wo die Dinge daherkommen. Ja. Ich behaupte nicht, dass das einfach ist, das kommt auch sicher nicht in der Prüfung vor, aber gezeigt haben muss man das trotzdem mal. Gut, wir machen jetzt so die einfacheren Aufgaben. Die hier, die kriegen wir hin. So, für das Vermögen des Franz und die Mitgift seiner Gattin gilt. Ja, ja, so ganz gendergerecht sind die Beispiele nicht immer. Da kann ich jetzt leider auch nichts mehr dran ändern. Ich kann halt das Mittelalter und die Renaissance auch nicht gendergerechter machen, als sie waren. So, gut. Warum ist das jetzt interessant bei Cardano, diese zwei Aufgaben? Ja, da haben Sie wahrscheinlich schon wieder Vermutungen, was da passieren könnte. Für das Vermögen des Franz und die Mitgift, ich hätte das mal kleiner machen müssen, So geht es gerade noch. Also, da würde ich ja wahrscheinlich einfach das y gleich x plus 100 in die untere Gleichung einsetzen. Oder wie würden Sie das machen? Also bei Aufgabe 1, wenn ich das lösen will, das kommt mir am cleversten vor, x plus 100 zum Quadrat ist gleich x Quadrat plus 400. Das scheint mir jetzt nicht so ultra schwierig zu sein. X Quadrat plus 20 plus 100. So, 200x plus 10.000 ist gleich x Quadrat plus 400. Ah, das ist ja erfreulich. Also steht da einfach nur 200x ist gleich minus 9.600 geteilt durch 200x ist gleich minus 48. Ja. Ist halt nicht so viel Vermögen, was der Franz damit bringt. Aber es geht sich aus. Ne? Also hier minus 48, da kommt man auf 52. Das 52 Quadrat, das habe ich irgendwann mal ausgerechnet. Also die Lösung stimmt auf jeden Fall. Die habe ich vorhin auch rausgehabt. Mal schauen, ob ich sie mitgenommen habe. Dann kann ich die Probe auch noch eben machen. 52 Quadrat ist gleich, y ist gleich 52. 52 zum Quadrat ist gleich 2704. So, und auf der anderen Seite steht minus 48 in Klammern zum Quadrat plus 400. Das ist aber glücklicherweise tatsächlich 2304 plus 400. Passt. Aber ist auch wieder nicht gut, weil der hat auch Schulden. So, aber ist bei Cardano kein Problem. Also betrachtet der, es wird jetzt sogar noch ein bisschen wilder, Teile 10 in zwei Teile, deren Produkt 40 ist. Sie ahnen schon, was passiert. Was könnte hier schief gehen? Teile 10 in zwei Teile, deren Produkt 40 ist. Jetzt wollen wir das gucken. Ja, hätte ich eh so gemacht. Also x plus y ist gleich 10. Und x mal y ist gleich 40. Ist eigentlich so eine ganz harmlose diophantische Geschichte, ne? So was Ähnliches. So, also jetzt würde ich ja wahrscheinlich auch wieder sagen, jetzt mache ich es mal anders wie vorhin, um mich ein bisschen herauszufordern. Also y ist gleich 10 minus x. Ne? Also x mal 10 minus x ist gleich 40, beziehungsweise 10x. X minus x Quadrat ist gleich 40, beziehungsweise x Quadrat minus 10x minus 40. Stimmt minus 40? Plus 40, ne? Ist gleich 0. Also px 1, das hat er natürlich so nicht hingeschrieben, dass man sowieso, also minus minus 10 halbe. Minus 10x stimmt aber, ne? Ja, habe ich rübergebracht auf die andere Seite, passt. Okay, also minus minus 5
10 halbe ist also plus 5, oder? Plus, minus, Wurzel aus. 10 Viertel. Na Quatsch, 5 halbe zum Quadrat. So. 10 halbe zum Quadrat. 10 halbe. Minus Q ist minus 40. So, also steht da 5 plus minus Wurzel aus minus 15. Und das lässt er so stehen. Das sagt er ja. Gut, muss man sich halt überlegen. Da sagt er ja, muss man jetzt überlegen, ob es Wurzeln aus minus 15 gibt. Aber das ist ganz witzig, dass sich die Akzeptanz für die imaginären Zahlen und die Akzeptanz für die negativen Zahlen, das entwickelt sich beides quasi im Kontext der Lösung der Gleichung, insbesondere der Lösung dritten Grades, und ist dann sozusagen ungefähr parallel. Also man würde ja erwarten, ach, negative Zahlen, das ist doch Pipi-Kram, da macht man bei uns dann in der siebten oder so. Also, aber das ist historisch doch relativ lange Zurückhaltung damit. Aber dann irgendwie wenig Probleme, als man dann erstmal akzeptiert hat, dass es quasi irrationale Zahlen gibt, da war dann eh schon alles egal. Ne? Also da gibt's dann auch gleich schon komplexe Lösungen. Hier vielleicht auch mal, was der Cardano so sagt zu den Zahlen. Gegenstand der Arithmetik ist die ganze Zahl, aber per Analogiam sind es 4 Gegenstände, nämlich die ganze Zahl, die gebrochene Zahl, wie zum Beispiel 1/7, die irrationale, wie zum Beispiel Wurzel aus 7, und die benannte, wie zum Beispiel 3 Zensus. Das wären 3x² in heutiger Sprache. Also für den sind Variablen, oder was wir heute Variablen nennen, sind benannte Zahlen. Ist auch klar, die haben ja sowieso, also die ganzen Variablen können ja nur für Zahlen stehen. Und das wird dann einfach zu den Zahlen mit dazu gerechnet. Und deswegen kann man hier auch sagen, ist quasi die Algebra ein Teil der Arithmetik eigentlich noch. Ganze Zahlen sind diejenigen, die aus Einheiten bestehen, wobei die schon akzeptiert haben, dass die 1 auch dazu gehört. Gebrochene Zahlen sind diejenigen, die durch 2 Ziffern bezeichnet werden, und wir sagen halt Zähler und Nenner. Irrationale Zahlen sind solche, die nicht für sich alleine als das, was sie sind, erkannt werden können. Da kommt dann noch mehr so, also man kann sie nicht auch. Das klingt so ein bisschen, als wären die irrationalen Zahlen Voldemort, weil da wird gesagt, also man kann die nicht aussprechen. Gut, aber solche sind Wurzel aus 7 und ähnliche. Das dadurch bezeichnete ist die Zahl, die mit sich multipliziert 7 ergibt. Eine solche kann aber gar nicht gefunden werden. Also da merkt man, das ist noch so ein bisschen, ich glaube, die heißen da auch Surdi im Original, was ja so mit absurd zu tun hat. Benannte Zahl ist eine solche, die nur wegen der Ähnlichkeit Zahl genannt wird. Da sagt der Gericke, aus dem das rauskopiert ist, diese Übersetzung, dass er davon ausgeht, dass das halt meint, naja, die gehorchen im Wesentlichen denselben Rechengesetzen und deswegen kann man die wie Zahlen behandeln, dieses Zensus und die Radix und so. So, wo geht's dann noch weiter? Michael Stiefel, Arithmetica Integra, da sind jetzt die negativen Zahlen komplett drin mit ihren Rechenregeln und so, die heißen da aber auch noch Numeri Absurdi, was jetzt auch nicht nur positiv belegt sein dürfte. Es ist nicht ganz klar, ob er Gleichungen mit negativen Koeffizienten betrachtet, weil die Art, wie die Gleichungen aufschreiben, da kann man das nicht so ganz klar erkennen. Und die Plus-Minus-Zeichen sind da ja auch noch nicht so wirklich etabliert. Gibt schon eine Vorstufe zu Logarithmen und gibt in ganz akzeptierter Weise irrationale Zahlen. Dann Simon Stevin ist besonders bekannt durch dieses Detinde. Also da merkt man schon, der dürfte so aus dem Gebiet Belgien-Niederlande kommen. Da ist die Dezimalbruchrechnung drin, also das ist das Buch, was im Wesentlichen den Dezimalbrüchen in Europa zum Durchbruch verhilft, gegenüber nur dem Rechnen mit gemeinen Brüchen. Und in La Arithmique gibt es dann negative Lösungen quadratischer Gleichungen und komplexe Lösungen kubischer Gleichungen, also sind da voll akzeptiert. Frühe Neuzeit, jetzt kommt der Übergang. Also sehr gut in der Zeit, wird eine Punktlandung, würde ich behaupten. Die gesuchten Größen bezeichnet Viète mit Vokale, wobei Y da halt auch noch ein Vokal ist. Das
ist irgendwann mal ein Konsonant draus geworden. Und die gegebenen Größen werden mit B, G, D und so weiter bezeichnet. Jetzt fragen Sie mich nicht, warum nicht B, C, D und so weiter. Ich habe es halt so entnommen und konnte jetzt auch nicht mehr recherchieren, ob das C irgendwas Böses gemacht hat, warum es da in der Aufzählung nicht auftaucht. So, und wenn man sich das anschaut, jetzt müssen wir eigentlich, unten steht so, wie es da drin steht, A, Quad, Quad, plus dann schon mit dem Zeichen G, Plano in A, Quad, plus B, Solido in A, Äquitur, Z, Plano, Plano. So, jetzt in der Mitte ist dann, wie der Gericke das als Kurzform notiert. Sie müssen jetzt denken, A ist gesuchte Größe. Bei A heißt das Quadrat Quad, beziehungsweise das B-Quadrat Quad, Quad. Beziehungsweise haben wir das hoch 3 auch drin? Na, aber ich glaube, in der anderen kommt es nachher noch. Und für die gegebenen Größen heißt aber Plano das Quadrat, ja, und Solido heißt das Kubus, kommt nachher auch. Solido ist die Entsprechung für Kubus. So, und wenn man jetzt das hinschaut, dann schreibt er da A hoch 4 plus G hoch 2, das ist da jetzt absichtlich mit römischen Ziffern geschrieben, damit man zwischen den Variablen und den Konstanten unterscheiden kann, mal A hoch 2 plus B hoch 3 mal A ist gleich Z hoch 4. Also es ist auch bei Viet noch so, dass der die Gleichung vierten Grades nur löst, wenn er sich vorstellt, dass die Konstanten quasi immer Potenzen sind, so mit dem Grad, dass dann nachher wieder alles schön auf A hoch 4 rauskommt. Also die Gleichung macht auch bei Viet nur Sinn, wenn alle Terme als vierte Potenz von etwas aufgefasst werden können. So, und wenn da jetzt einfach 3 steht als Zahl zum Beispiel, dann denkt man sich die 3 halt als das hoch 3 von der dritten Wurzel aus der 3. Und dann daher auch die Bezeichnung Plano halt für eben und Solido für räumlich. Hm? So, das bleibt noch bis wie jetzt so ein bisschen der Pferdefuß, dass man da an dieser Homogenität festhält. So, was stammt unter anderem vom Viet? Also hier ist nochmal die Normalform. Wie sieht die Normalform einer Gleichung aus? Die Normalform einer Gleichung ist immer, dass man auf einer Seite die bekannte Größe alleine stehen hat. Also hier a hoch 3 plus b mal a Quadrat plus d mal a ist gleich z. Z ist ja auch eine bekannte. So, und da haben Sie wieder A Kubus, da sehen Sie wieder Kubus für bei dem Unbekannten und hinten Z Solido für das Bekannte. Ja, und da gibt es 3 Umformungsregeln. Antithesisch, das ist das Hinüberschaffen eines Gliedes von einer auf die andere Seite durch Addition oder Subtraktion. Die Hypobibasmus, das Herabdrücken des Glades, falls alle Glieder eine Potenz der Unbekannten als gemeinsamen Faktor erhalten, die Division durch diesen, muss man aber immer aufpassen, geht ja die Nulllösung immer verloren, wenn man das macht. Aber Null war ja so als Lösung auch noch so ein bisschen suspekt, deswegen ist das vielleicht trotzdem okay. Und dann Parabolismus, das ist eigentlich das Dividieren, falls die höchste Potenz einen anderen Faktor als 1 hat, dividiert man durch diesen Faktor, also das. Wir würden das wahrscheinlich normalisieren eher nennen, so dass man vor dem x-Quadrat oder dem x hoch 3, je nachdem, was der höchste ist, da stehen hat. Und man kann sich jetzt schnell überlegen, dass man durch diese 3 Umformungsregeln jede Gleichung immer auf so eine Normalform, wie die da oben steht, bringen kann. Und dann kann man halt Lösungsformen für die Normalformen angeben. Zumindest bis zum Grad 4, danach ist halt vorbei. So, was ist das hier? Sie B plus D in A A Quad, Äquitur B in D A explicabilis este D Quad libet ilarum durarum B vel D. So, jetzt Latein gehabt haben. Ne? Gut, dass die Übersetzung schon direkt drunter steht. Wenn gilt B plus D mal A minus A Quadrat gleich B mal D, so ist A durch jeden der beiden Werte B und D ausdrückbar. Ha, was könnte das sein? Was kennen Sie denn so von Vieta? Eigentlich eh nur den Wurzelsatz vom Eta. Und das ist der auch, genau. Erstmal gucken wir uns mal an, dass das funktioniert und dann überlegen wir uns, warum das, also
Das machen allerdings auch nur noch sehr ehrgeizige Lehrer wahrscheinlich, einen Satz vom Viet, ne? In der Schule. Oder ist das noch Standard? Ja, da. Man sieht den hier noch nicht gleich. Ne? Da müssen wir ein bisschen gucken. Aber das ist wirklich nicht sehr schwierig. Also erstmal gucken, ob das überhaupt stimmt. Jetzt müssen wir vielleicht, ich mache das mal gleich so, ich schreibe es jetzt mal noch nicht in die Übersetzung. Ich lasse es noch mal so stehen, um uns so ein bisschen da drin zu üben. A sind die Unbekannten und B und D wären bekannte Größen. Wenn gilt, B plus D mal A minus B, so ist A durch jeden der Weite B und D ausdrückbar. So, also hier steht jetzt quasi eine Gleichung, wo das A als Koeffizient B plus D hat und dieser Dragma-Term, wo quasi kein A oder A-Quadrat dabei steht, der besteht aus B mal D. Und jetzt behauptet der, B und D sind beides Lösungen dieser Gleichung. So, ich könnte es jetzt eigentlich schon so hinschreiben. Ich schreibe es mal gleich so hin, wie Sie es eher kennen. X1 plus X2 mal X minus X2 ist gleich X1 mal X2. Jetzt sehen Sie vielleicht schon eher den Satz von Vieta. Wir können erst mal gucken, ob das überhaupt stimmt. Ich setze jetzt mal X1 für X ein. Also steht da X1 plus X2 mal x1 minus x1 Quadrat ist gleich x1 mal x2. Wo man hier noch ein Fragezeichen drüber muss, wissen wir ja nicht. Also das haut aber hin, ne? x1 Quadrat plus x1 mal x2 minus x1 Quadrat ist gleich Fragezeichen x1 mal x2. Schaut gut aus. Und ich muss jetzt, glaube ich, nicht das x2 auch noch einsetzen. Ne? Gut. So, und jetzt können wir das natürlich noch so umformen, dass man etwas mehr ihren Dings sieht. Also könnten wir schreiben, 0 ist gleich x1 Quadrat minus x1 plus x2 plus x1 mal x2. Und wenn Sie jetzt hier unter sich denken, hier x Quadrat plus p x plus q, dann kriegen Sie da den üblichen Satz von Vieta, wo Sie sagen, es muss gelten, p ist gleich x1 minus x1 minus x2 oder minus x1 plus x2 und q ist gleich x1 mal x2. Das sollte eigentlich der Satz vom Vieta sein, so wie Sie den vielleicht mal gesehen haben. Ja. Aber man sieht schon, ne, das ist jetzt in der Notation nicht mehr so weit weg von dem. Ne. Es fehlen uns halt noch so ein paar Operationszeichen, aber es geht jetzt langsam in den Bereich, wo man mal anfangen kann, das tatsächlich auch zu lesen, was da steht. Zumindest, wenn man etwas Latein kann. Ist ja schon sehr viel Abkürzung reingekommen. So, dann die frühe Neuzeit bei Descartes. Aus La Geometrie, da hatte ich dann schon keine Lust mehr, was auf die Folien zu schreiben, deswegen gibt es nur noch Bilder. So, also da sehen Sie das mal, das ist dieser Discours de la Méthode und da dran hängt halt eine Dioptrik offenbar dran. Dioptrik müssten irgendwie so, das ist glaube ich so Spiegelgesetze, ne? Das hatten wir ja beim Heron schon mal. Und Les Meteores, keine Ahnung. Und auf jeden Fall La Geometrie. Gut. Und das ist eigentlich das Witzige ist ja, dass das ist sozusagen die Stelle, wo einige dann sagen, ab da stirbt die Geometrie und übernimmt die Algebra, weil hier das erste Mal, also bislang ist es ja quasi so, auch in der Algebra gewesen, auch noch bei dem Liber Abaci und in den ganzen anderen Sachen, dass man sich immer bemüht hat, und hier ist das dann teilweise auch noch, wenn man jetzt irgendwie Gleichungen gelöst hat, selbst der Al-Khwarizmi, für die Gleichungen ja meinetwegen so Erbteilungsprobleme waren, bewiesen hat er das dann immer durch so geometrische Sachen. Und die Beweismethodik, die saß quasi in der Geometrie. Und auch die ganzen arithmetisch-algebraischen Sachen sind geometrisch bewiesen. Und das kippt jetzt quasi mit Descartes. Deswegen ist Descartes eine ganz entscheidende Stelle, wo dann zum ersten Mal quasi die Gleichung und so das Eigenrecht bekommen. So, und was ist da die Idee? Also jetzt nicht ganz das kartesische Koordinatensystem, sondern die Idee ist, man hat eine Schar paralleler Geraden, die sehen Sie vielleicht, und man hat eine Gerade, die ist zu dieser Schar nicht parallel. Die muss aber nicht unbedingt senkrecht da drauf stehen, normal da drauf stehen.
so wie wir das vom kartesischen Koordinatensystem stellen. Und auch, was bei dem Descartes auch nicht zwingend ist, dass hier immer derselbe Abstand ist. Und insofern ist das kein kartesisches Koordinatensystem. So, und jetzt sagt er, wenn ein Punkt A aufgezeichnet wird auf einer Linie und man hat jetzt hier verschiedene Längen vorliegend und es gibt irgendein beschreibbares Verhältnis, in dem diese Länge gemessen von A zu diesem Punkt zu dieser Länge auf gemessen von hier da entlang besteht, irgendein festes Verhältnis steht da, glaube ich, dann kann man das, was da durchgeht, eine Kurve nennen. Und dann unterscheidet der verschiedene Grade von Kurven. So entsteht der Kurvenbegriff bei Descartes. Und jetzt kommt die eigentlich wesentliche Entscheidung. Ah, da hätte eigentlich auch noch eine Animation reingesollt. Ah, jetzt ist ja alles schon gespoilert. Sauerei. Sowas. Okay, also schauen wir mal oben hin. Erstmal, oben sagt er, wenn du die Strecke BD hast und die Strecke AB wäre mal 1 lang. Also die Strecke AB ist 1 und du hast die Strecke BD und du willst die mal nehmen mit BC, dann ist das Ergebnis BE. So, das ist jetzt, glaube ich, sogar sehr leicht zu sehen. Da musst du, glaube ich, gar nicht mehr rüber switchen für. Der Strahlensatz lässt schön grüßen. Ne? Also BA verhält sich genauso zu BD, wie sich BC zu BE verhält. Und damit hat man das dann schon. Ne? Wenn man dann noch einsetzt, dass BA 1 ist, dann verhält sich also 1 zu BD genauso wie BC sich zu BE verhält und damit ist BC mal BD dasselbe wie BE. Das ist die linke Seite. Wem das zu schnell geht, der schaut sich das zu Hause noch mal in einer ruhigen Stunde in der Adventszeit vorweihnachtlich an. So, ganz frohe Ostern. Ne? Ostern ist ein bisschen zu spät. Rechts, das Bild hatten wir, glaube ich, schon 17 Mal. Das Wurzelziehen, wenn Sie die Strecke GH haben, und wenn Sie jetzt wieder die Strecke FG, muss man wieder dazu sagen, denke ich mal, dass man die 1 lang machen sollte, dann sieht man da wieder mit 1 mal GH ist dasselbe wie GJ zum Quadrat und damit ist GJ genau die Wurzel von GH. Das ist dieses Wurzelziehen. So, und jetzt die Besonderheit ist bei dem Descartes, dass in ganz natürlicher Weise BE, BD, BC, AB nicht nur für die Strecken als Bezeichnung genommen werden, sondern auch für deren Streckenlängen, also für die Zahlenwerte. Und wenn man jetzt mal nachguckt, wir multiplizieren hier die Strecke BD mit der Strecke BC und heraus kommt die Strecke BE. Was übrigens, wenn Sie sich mal erinnern, was da passiert, wenn Sie jetzt nicht sagen wollen Strahlensätze, dann könnten Sie auch sagen, ach, das ist die Multiplikation mit einem Skalar bei Vektoren. Und das ist die besondere Idee hier, das dimensionslose Multiplizieren. Ich multipliziere zwei Zahlen, aber das Ergebnis muss dann nicht unbedingt als ein Quadrat interpretiert werden. Das ist ein ganz entscheidender Schritt, weil jetzt kann Descartes zum Beispiel auch Fragen klären wie x hoch 3 ist gleich b Quadrat. Bei Viet wäre einfach gesagt worden, das ist Quatsch, das geht gar nicht. Es geht nur x hoch 3 ist gleich b hoch 3. X hoch 3 gleich b Quadrat, das gibt's nicht. Und damit verselbstständigt sich jetzt in gewisser Weise dann die Algebra von ihren geometrischen Wurzeln. Mal sehen, ob noch was kommt. Ah ja, das wäre ja auch schlecht gewesen, noch nicht. Das ist jetzt der Höhepunkt. Ja, die Lösung quadratischer Gleichungen in leicht modernisierter Schreibweise wieder, obwohl der ja auch schon xy hatte. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben die Gleichung x² plus ax gleich b oder x² gleich ax plus b ist jetzt wieder so, damit alles positiv ist und man das brav geometrisch alles denken kann. Jetzt machen Sie das so. Jetzt gibt es nämlich wirklich eine konstruktive Lösung. Wir hatten ja letztes Mal Lösungen gesehen. Da hatte der Al-Khwarizmi immer so ein x-Quadrat hingemalt und dann sagt er, er malt da was an die Ränder und dann kann er zeigen, dass das genauso groß ist. Das bringt aber gar nichts, weil wenn x die Unbekannte ist und Sie fangen Ihren ersten Konstruktionsschritt damit an, dass Sie sagen, also mal x Quadrat, das ist natürlich lustig. Sie wissen ja gar nicht, wie groß das x Quadrat ist. Also ist das keine wirkliche Lösung, die man geometrisch durchführen kann, sondern nur eine Erläuterung des Lösungsverfahrens bzw. eine Begründung. Und hier ist das jetzt anders.
Jetzt beginnen Sie mit einem rechtwinkligen Dreieck NLM mit den Kantenlängen a halbe und Wurzel b. So, jetzt können wir ja vielleicht mal, um die Spannung zu erhöhen, das tatsächlich auch zeichnen. Also eine Seite sollte ich a halbe machen. Und eine Seite sollte ich Wurzel b machen. So. Und jetzt kann man ja schon mal so ein bisschen überlegen, was hier eigentlich ist. Ach so, da sollte ich nicht x dran schreiben, dann ist das ein bisschen sehr gespoilert. Aber es ist auch nicht das x. So, das ist eh noch nicht das x. Aber man sieht schon, da kommt das b und es kommt irgendwas mit dem a Quadrat. Das könnte ja schon mal ganz gut hinhauen. Ne? Also wenn Sie jetzt überlegen, wie lang diese Länge ist, das ist eh nicht x, ich nenne die mal t. T ist ja dann offensichtlich wohl a halbe zum Quadrat plus b. Ja, wenn man da jetzt noch eine Wurzel irgendwie hinkriegt, ne, dann davon noch die Wurzel. Ja, wie nennt man das denn, was da steht? Das sieht verdammt aus wie eine Diskriminante. Ne? Jetzt müssen wir eigentlich nur noch das a halbe hier wieder abtragen. Und das macht man dann auch. Also Sie stechen jetzt hier mit dem Zirkel ein, nehmen das in den Zirkel, geben das entweder hier runter oder geben das hier oben rauf, hier auf die Verlängerung. Und jetzt haben Sie natürlich hier a halbe plus Wurzel aus a halbe zum Quadrat plus b. Beziehungsweise, wenn Sie nur dieses Stück angucken, haben Sie a halbe, haben Sie diese Wurzel hier minus das b, also minus. So, ihr wisst schon, was ich meine. Gut. Also da kriegt man dann tatsächlich die Lösung hin. Diese Strecke PM löst die erste Gleichung, wo ja das b auf der anderen Seite steht und dann kommt das genau hin mit dem minus b, wie ich das haben wollte. Oder wenn das a und das b auf derselben Seite stehen, dann müssen Sie die Strecke MO nehmen. Das ist dann die Lösung. Also die Strecke MO ist jetzt wirklich genau x lang. So, jetzt wäre ich jetzt ordentlich wie Herr Cardons wäre und Zirkel und Lineal mit hätte, hätten wir das auch mal für ein Zahlenbeispiel tatsächlich konstruieren können, auch dafür die ruhige Adventszeit. Ja, nehmen Sie sich mal eine quadratische Gleichung vor, bestimmen Sie a halbe, bestimmen Sie Wurzel b, zeichnen Sie das mal, gucken Sie mal, das kommt tatsächlich hin. Aber Sie glauben mir ja das eh auch. Beziehungsweise ich habe es ja jetzt gerade auch relativ gut motiviert, wo es herkommt. So, jetzt habe ich, glaube ich, nur noch eine Folie, die hier. Ja. Ja, weil danach kommen jetzt dann Sachen, die auch irgendwie, was dann so was sehr weit vom Schulstoff weg ist. Also das Problem, was jetzt halt dann bei Leibniz und den, was die jetzt weiter angetrieben hat, ist natürlich die Frage, wie löst man allgemein polynomiale Gleichungen? Und das erste Produkt, was sozusagen dann rauskommt, ist dieser Hauptsatz, wo man mal sagen kann, also so und so viele Lösungen muss es eigentlich geben. Das dauert dann noch bis Gauss, bis der so richtig bewiesen ist. Und dann dauert es noch ein bisschen länger, bis man dann zeigen kann, es gibt zwar die Lösung, aber man findet die Lösung im Allgemeinen nicht durch so eine schöne Auflösungsformel, sondern muss immer Glück haben, dass man eine Lösung rät und das dann reduzieren kann, eine kleinere Gleichung. Oder man nimmt numerische Verfahren oder. Ja. Und dann hat man noch festgestellt, dass diese Galois-Theorie witzigerweise auch die Frage löst, warum man den Winkel nicht dreiteilen kann und so Sachen. Und das hängt da auch noch mit zusammen. Gut, und nächste Woche gibt es dann noch ein bisschen Infinitesimalrechnung und vielleicht werden wir Zeuge der Geburt der Stochastik.